It's Tooltime. So, heute gibt es mal ein paar Spartipps und zwar fange ich mal gleich damit an und zwar mit den Servos hier. Ich bin damit gut verfahren und die haben Metallgetriebe, sind digital und haben bei 6 Volt ungefähr ja, 15 Kilo Stellkraft. Und naja, der Preis ist unschlagbar. Ich mache ja keine Schleichwerbung. Und ich denke, das kann man erkennen. Wichtig ist, der Firmenname, der ändert sich manchmal auf dem Servo. Das ist aber nicht tragisch. Wichtig ist, dass also diese MG 996R draufsteht. Und dann nochmal überprüfen, dass da auch wirklich ja, 15 Kilo draufsteht, Stellkraft. Da gibt es nämlich welche, die haben hier eine 5 und die sind völlig anders. Die haben dann hinterher nur, was weiß ich, 10 oder sonst was. Also soll ja schon der Beste sein davon. Ja, nochmal gucken. Ja, digital, Metallgetriebe und ach so, den Preis habe ich noch gar nicht gesagt. Also der Preis ist 9,99 € für zwei Servos und dann noch 0, also 59 Cent für den Versand. Das ist mal wieder aus China. Das dauert manchmal 3 bis 6 Wochen. Also in der Regel, wenn ich die bestelle, warte da 3 Wochen drauf. Also möglichst ein paar auf Vorrat bestellen und die werden auch zunehmend teurer. Also am besten gleich zugreifen. Ja, so den nächsten Spartipp habe ich und zwar geht es um Seilzug, dass da kein Dreck reinkommt und ja, da gibt es so schöne Söckchen hier und wenn man im Schuhgeschäft ist und will Schuhe anprobieren, dann muss man ja immer so eine Socke anziehen und wenn man da nicht nachfragt, kann man sich da bestimmt ein paar von mitnehmen, wie ich das auch gemacht habe. Und dann kann man den über ein Seil zu machen. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist natürlich jetzt ein Scherz. Das geht um den Seilzug von 1 zu 5er. Alle, die so wie beim Carbon Fighter eine Seite, so ein dickes Gehäuse haben und wenn sie dann durch Dreck und Patsche und sonst was fahren, dann fliegt das immer da rein und wenn man daran zieht, ja, örgelt man das einmal durch. Das ist ja blöd. Da gibt es extra auch so Socken, sage ich mal, dafür, die man dann so drüber stülpt und ja, muss man ja nicht kaufen, wenn man es umsonst kriegt. Ich denke mal, diese Socke kriegt man genauso gut drüber gestülpt und vor allen Dingen, die hat ja ein schönes Gummi dabei. Also ich finde das perfekt und naja, vielleicht kann man auch noch was anderes machen über Luftfilter nochmal zusätzlich. Da bleibt dann ja jede Kreativität offen. Gut, so und jetzt noch ein lustiger Beitrag. Also ich wollte meinen Motor den Sprit draus machen, um den wieder einzukonservieren und ziehe ein paar Mal an Seilzug, Zündkerzenstecker drin, dass der Sprit auch gleich verbrennt oder der Motor anspringt noch mal kurz. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich ziehe ein paar Mal und dann macht es Puff, dann kommt hier ungefähr eine 3 cm lange Stichflamme aus dem Reso raus und wie bei so einem großen Motor. Das fand ich recht witzig. Naja, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch auch schon mal sowas passiert ist. So eine fette Filzzündung und naja, gut. Das wär's für heute. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.